Herzlich willkommen bei Rangsims Gaming. Heute mit Predator Hunting Grounds, ein Spiel, das ich vorher noch nicht gestreamt habe. Ich bin gespannt. Ich habe das Spiel jetzt schon häufiger gespielt. Ich finde es absolut toll. Es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Leider ist mir zu selten der Predator, deswegen werde ich bei der Einstellung heute auch einstellen, keine Präferenz, damit wir nicht so lange warten müssen mit den Ladezeiten. Aber bevor wir anfangen, weil wir ein bisschen Zeit haben, wollte ich euch erstmal meine Predator-Dame vorstellen. Ich nenne sie Preberta. Nee, weil es so ähnlich klingt wie Predator. Preberta. Ich glaube, sie ist sehr zufrieden mit den Namen. Viel hat sie mit mir noch nicht geredet. Ja, der schweigsame Typ unter der Maske, schätze ich. So, gucken wir mal. Privates Bus. Hat er mir jetzt keine Möglichkeit gegeben auszusuchen? Ach so. Ah. Gut, das habe ich natürlich jetzt falsch gemacht. Ich will natürlich kein privates Match machen, sondern ins schnelle Spiel. Oh nein, ich habe es kaputt gemacht. Dann können wir uns eben die Ladebildschirme gucken. Und was ihr hier seht, ist bei diesen, bei diesen Bildschirmsequenzen, die ihr hier seht, seht ihr euren eigenen Charakter, entweder den Predator oder den Soldaten, den ihr erstellt habt, beziehungsweise Guerillatypen. Wir sagen keine Vorliebe. Das bedeutet zwar, dass er uns wahrscheinlich zu 99% immer in die Soldatenteams schickt, aber ich möchte euch halt auch einfach nicht 8 Minuten warten lassen, damit ihr seht, wie ich als Predator spiele. Insofern können wir leider nur auf der anderen Seite spielen, auf der vielleicht etwas langweiligeren und aber dafür gruseligeren Stelle, weil man eben nie weiß, wo und wann der Predator auftaucht. Und es sind auch noch KI da, die einem das Leben schwer machen. Insofern nicht unbedingt die schönste Stelle. Ich würde sagen, Predator Hunting Grounds ist jetzt durchaus auch schon eine gute Weile jetzt auch schon online. Das heißt, die Leute haben sich jetzt auch schon eingespielt. Ich habe die Predator-Filme 1 und 2 gesehen und natürlich Alien vs. Predator. Und ich fand die Spiele wirklich, ich fand die Filme sehr gut. Die haben mir sehr gut gefallen. Und ja, ich hatte so meine Zweifel, weil wir wissen ja, so Spieleadoptionen von Filmen ist immer schwierig. Jetzt muss ich hier nur gucken, wie ich mich eigentlich hier mute. Es ist fraglich, ob ich mich selber eigentlich muten kann. Wenn nicht, müssen alle anderen eben mein Gelaber anhören, es sei denn. Überwachungsoperation im Dschungel an der Küste durch. Ah. In ihrer Zentrale befindet sich interessant. Mit wichtigen Informationen, die auf keinen Fall auf den Schwarzmarkt geraten dürfen. Okay, ich höre mir kurz die Mission an. Deswegen ist es unsere Aufgabe, die Basis ausfindig zu machen und zu zerstören, bevor es zu spät ist. Jawohl. Machen wir das doch. Also, wenn man im Team der Söldner ist, hat man natürlich ein paar Aufgaben, die man erledigen muss, um die Mission erfolgreich abzuschließen. Unsere Mission ist es offenbar, irgendwelche Sachen zu finden, die nicht auf den Schwarzmarkt geraten dürfen. Und die feindlichen Soldaten, also die KI-Leute, platt zu machen. Und zu hoffen, dass der Predator uns nicht findet. Aber bevor wir die ganze Mission hier machen, Spieler stumm schalten. Fischerdorf an der Küste gesichtet.
Beginnt eure Suche nach der Überwachungseinrichtung dort. Stumm schalten. Ups. Stumm schalten. Genau. Kann ich eigentlich alle stumm schalten? So, das erste, was wir hier tun werden, ist uns schön lecker mit tollen Schlamm einölen, damit der Gegenspieler uns nicht schon in kürzester Zeit entdeckt. Das dürfte unsere Wärmesignatur nach unten setzen. So, Info sammeln. Wie weit weg ist es denn? Gut. Oh. Das klingt nicht gut. Da ich in meinen Kopfhörer den Gegenspieler schon gehört habe. Den Predator. Kann ich eigentlich auch die Soldaten stealthen? Ich weiß, dass man als Predator kann man das. Oh, was ist das Cooles? Ah, Waffen. Leute, falls ihr mich hört, zuhört, Team, falls ihr mich nicht schon stumm geschalten habt, ich kann den Predator ganz deutlich hören. Ich kann ihn noch nicht sehen. Der war auf jeden Fall im Wasser. So viel kann ich sagen. Ah, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Ich wünschte, ich könnte es irgendwie anzeigen. Wo ist er? Da ist er. Nee, das war Rauch. Damit habe ich natürlich meine Position gerade bekannt gegeben. Das ist nicht so dolle. Kann ich das ausschalten? Nee, ist schon aus. Ist ja leicht irritierend, dass man sein eigenes Rennen so hört. Weil es einen den Eindruck... Sichtkontakt! Wunderbar! Erste Soldaten. Auf die Map gucken, links unten. So viele sind's nicht. Da hinten ist jemand. Ah, wurde von der Seite einfach weggefetzt. Okay. Ich brauche so ein bisschen einen Moment, bis ich mich wieder zurechtgefunden habe. Es ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Tage her, leider, die ich das nicht gespielt habe. Und so gleichzeitig versuche ich mir anzuhören, was die Mission ist. Also hinterher. Worauf zum Teufel schießt du? Warum schießt du auf die Schweine? Ich kann mir nicht vorstellen, dass als Söldner es Sinn macht, auf Schweine zu schießen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Sinn macht, als Söldner Dinge zu zerstören. Ah, das hier. Das ist ja richtig klein. Ah, hi! Und tot. Ich habe bisher noch nicht viel Schaden erlitten. Oh, nice. Ich kann mich kostenlos heilen hier. Sehr schön. Sie dürfen nichts erhalten. Also formatiert das gesamte System. Und während wir das formatieren, warten wir darauf, dass wir von den Gegnern überrannt werden, oder? In einer gewissen Reihenfolge abschalten müssen, um die Datenbank zu formatieren. Gebt mir Rückendeckung. Aber in was für einer Reihenfolge? Das ist die Frage. Bleibt in der Nähe und sorgt dafür, dass niemand den Vorgang abbricht. Okay, machen wir. Wir sorgen dafür, dass niemand den... Nummer 1. Was mich immer ein bisschen wundert, ist, dass... Immer wenn ich im Team spiele, ich das Gefühl habe, dass kein einziger Predator dabei ist.
frage mich, ob die KI den jedes Mal tötet oder der zu spät findet. Wo zum Henker ist? Also die Map ist so ein bisschen manchmal... Hä? Also wenn ihr den Gegner seht, dann... Da ist er. Dann seid ihr herzlichst eingeladen, mir zu sagen, wo sie sind. Backseat Gaming ausdrücklich erlaubt. Hiermit. Auf der Karte sehe ich es nämlich immer. Na? Ich meine, ich kann auch einfach mal in den Wald schießen. Aber ich hätte schon gerne visuellen Kontakt. Bevor ich auf irgendwas schieße. Formatierung abgeschlossen. Ausgezeichnet, Feuer. Sehr gut. Oh, nicht gut. Ich hab den Dings gehört. Da ist er. Na? Ich hatte die Lebensleiste gesehen. Vielleicht doch nochmal schnell mit Schlamm voll machen. Man bleibt nämlich nicht die ganze Zeit im Schlamm. Das ist aber auch... Wow! Wow, 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 wow. Wer auch immer es war, Respekt. Respekt. Wobei ich auch noch nicht alle Kniffe raus habe. Ich weiß gar nicht, ob es so Stealth-Attacken gibt. Das war auf jeden Fall von hinten. Das muss ich mir merken, wenn ich selber Predator bin. Optionales Ziel, Abwurfkapsel erreichen. Die Predator-Leiche verteidigen? Was? Da. Oh. Und mir schön den Kopf rausgerissen. Ich hoffe, ich habe wenigstens ordentlich Schaden gemacht. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen dadurch abgelenkt worden bin, dass es hieß, dass es irgendwo eine Predator-Leiche rumliegen soll. Aber ich glaube, das ist einfach nur Show. Weil der war ja definitiv am Leben, der Predator hier. Das Team alarmieren? Offenbar nicht. So, es macht nämlich noch absolut Sinn, drinnen zu bleiben, da man in dem Spiel ja auch wieder zurückgeholt werden kann. Ah, ungefähr so. Ich schätze, wir spawnen gleich rein. Hoffe ich zumindest. Oder auch nicht. Ja, so muss das aussehen. Warum ist hier eigentlich alles orange? Ich meine auch gut. Okay, hier fliegen jetzt die ganze Zeit Granaten durch die Gegend. Da hinten ist was. Das hat sich erledigt. Wunderbar. Was ist das für ein geiles Teil? So, kann ich hier rein? Nee. Ich gehe mal kurz hier rüber, um... Das klingt nicht gut, das klingt nicht gut. Da ist er!
besser ins Wasser zurück. Dann kann man ihn nämlich wenigstens sehen, wenn er uns angreift. So. Weiß auch gar nicht, ob es sich lohnt. Ich meine, hier ist sein Blut. Aber es verschwindet nach kürzester Zeit auch wieder. Wenn ich sehe, wo er ist, kommt da. Da oben sitzt er irgendwo. Ha! Hab ihn getroffen. Da oben kommt er. Na, so viel Zeit haben wir aber auch wieder nicht, um mit dem Predator jetzt rumzuspielen. Aber ich find's gut, dass ich dazu gelernt habe. Auf jeden Fall konnten wir ihn, glaube ich, ordentlich schaden. Das Geräusch gefällt mir nicht. Nee, das Geräusch gefällt mir auch nicht, Lady. Vor allem ist es echt problematisch, dass jetzt alle weg sind. Alle sind weg. Gehen wir jetzt eigentlich zum Hubschrauber zurück? Das wäre... Oh, ich kann schon wieder rein. Da ich renne wie ein Idiot... Könnte das durchaus ein Problem sein. Oh, wow, wow, nö, nö, kannst vergessen. Mein nicht nochmal mit. Nö. Leute. Oh Gott. Helix im Anflug. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hilfe. Komm schon, ich gehe. Wow, das ging aber schnell. Wow. Der hat aber eine ordentliche Maske. Alles, was mir das sagt, ist, dass der ziemlich hohes Level schon ist mit der Maske. Das würde erklären, warum er so massiv Schaden gemacht hat. Das ist nämlich echt irre. Aber unser Team wird trotzdem gewinnen. Sieht zumindest so aus. Kann ich eigentlich zwischen den... Ja, dem kann ich beipflichten. Ich war noch nie so froh, dieses laute Scheißteil zu hören. Ah, ich kenne ja nur die... Genau! Treffen! Los, geh das Seil hoch! Vergiss doch den... blöden Soldaten, den NPC-Soldaten. Ich hab jetzt verstanden, leck mich. Boah, da guck mal, da haben wir ordentlich Schaden gemacht. Richtig ordentlich Schaden. Ihr habt alles gegeben, Team. Niemand macht euch Vorwürfe. Und die Mission ist erledigt. Boah. Levelaufstieg. Das heißt, Levelaufstieg, einen schönen Standardkoffer und noch irgendwelche anderen Dinge. Jetzt will ich nur gucken, wenn wir eingegeben haben, keine Präferenz, ob er uns gleich ins nächste Match reinschickt oder nicht. Und ich wollte noch gucken, was... Oh, ich wollte schauen, wie viel Schaden ich angerichtet habe. Das habe ich vergessen. Aber jetzt weiß ich, worauf ich beim nächsten Mal drauf achten muss. So. Diesmal hätte ich mich echt nicht damit aufhalten sollen, mich mit Schlamm einzureiben. Das hat nämlich durchaus Probleme bereitet, die nicht sein hätten müssen. Macht nix. Gleich nächstes Match, um alles wieder gut zu machen. Was sind denn die heutigen Challenges? Schnellspielmatch als Feuerteam abschließen. Na, das schafft man doch bestimmt 10 Mal, oder?
Kriegen wir hin. Komplette Jagdmatches als Feuerteam abschließen. Haben wir offenbar auch eins geschafft. Ich wüsste nicht, was der Unterschied dazu ist. Um ehrlich zu sein. Werden wir rausfinden. Werden wir rausfinden. Krass, so lange Verbindungsaufbau. Aber er hat mir doch gesagt, nur 31 Sekunden. Abklingzeit, Matchsuche, voraussichtliche Wartezeit, 31 Sekunden. Also direkt jetzt. Naja, ich frage mich manchmal echt, wie die auf diese Zeiten kommen. Na, es ist spannend. Ich habe immer das Gefühl, es wird gewürfelt. Mir ist klar, dass es berechnet wird von dem Algorithmus, aber ich glaube ganz klar, dass das ausgewürfelt wird. Und wenn die so lange noch brauchen, können wir in den Koffer auch mal reingucken. Und es ist ein grünes Sechseck. Moos, Alligator. Ich dachte, das hätte ich schon, den Skin. Offenbar nicht. Und zurück. So. Es wäre cool, wenn man in die letzten Matches zurückgucken könnte. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Möglicherweise schon. Boah. Was dauert aber hier noch? Ich frage mich, wieso? Ich meine, ist mir ziemlich wurscht. Dann können wir in der Zeit Ausrüstung. Habe ich wohl was Neues? Ah, der Audioköter. Beziehungsweise Köder. Nicht der Köter. So, Körper. Hautmuster. Alligator. Was soll da neu sein? Ah, das. Möchte ich Preberter als grün oder doch eher als blau? Ich glaube, ich bleibe blau. Gucken wir mal, was es eigentlich überhaupt noch alles so für Optionen gibt. Oh, und schon geht's los. Und schon geht's los. Es wäre übelst genial, wenn ich jetzt endlich mal auch einen Predator spielen könnte. Ich meine, wir haben lange genug gewartet. Ne? Und fürs Warten bin ich der Meinung, müssten wir belohnt werden, indem mir die Möglichkeit gegeben wird, auch als Predator zu spielen. Aber wenn ich lerne, wie man als Team spielt, schadet es auch nicht. Jetzt können wir uns wieder die tolle Mission anhören. Geht natürlich um eine Drogenrazzia. Das ist natürlich das Coole bei den erstmal auf bereit drücken, dass ich bereit bin. Sorry, ich bin kurz durcheinander gekommen. Das Coole am Feuerteam ist, dass die Missionen immer ein bisschen unterschiedlich sind. Vielleicht nicht komplett unterschiedlich, aber immerhin abwechslungsreich, so dass man nicht das Gefühl hat, boah, man muss immer dasselbe machen und langweilig und so. Nee, ich finde, die haben da eine gute Mischung gemacht. Bin gespannt, wer der Predator ist. Hallo, Execute Order 66. Ich sehe, dass du gerade mir schreibst. Wir haben es immerhin geschafft. Ich weiß nicht, warst du auch im Feuerteam? Ich schätze schon, weil sonst hättest du mich ja nicht gehört. Ich glaube, der Predator kann die anderen Teams ja nicht hören. Hast du es auch überlebt? Muss natürlich auch ein bisschen warten wegen dem Lag, aber doch, kann er. Sehr interessant. Ist ja auch ein bisschen fies, oder? Dass wenn er die
wenn er die Truppe hört, dann lohnt es sich eigentlich fast nicht mit Headset zu spielen. Jetzt bleibt es gerade aber ein bisschen hängen. Wir warten alle noch. Aber es wird leiser, je weiter man weg ist, sagst du, ja. Das ist natürlich hilfreich. Und wenn man das Headset nicht hat, dann gibt es andere Audiospuren, woran man das Feuerteam erkennt. Das weiß ich aus meinen wenigen Predator-Runden, die ich gemacht habe. Weil es einfach so unglaublich lange dauert, bis man das mal da machen darf. Aber hey, schön, dass du in den Chat gekommen bist. Spielst du nebenbei noch weiter? Fehlt uns ein Predator oder was soll das? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir so lange warten müssen auf den. Es kann auch sein, dass ich natürlich eine fantastische Zeit ausgesucht habe zum Streamen, wo jetzt alle Leute sich denken, hey, wir nutzen jetzt alles das Internet und so. Ah, okay. Und Dinge anzeigen machst du beim D-Pad, die obere Taste. Und dein Bruder ist jetzt dran. Ja, ist doch auch gut. Abwechselnd spielen. So, ich höre mir kurz die Munition an. Sonst komme ich durcheinander. Naja, dann... Ah, er spielt was anderes. Interessant. Spielt ihr über die PlayStation oder über den Computer? Ich weiß gar nicht, ob Predator auf Computer draußen ist. Fortnite habe ich natürlich auch mal eine Zeit lang gespielt. Aber auf Dauer ist es dann irgendwann doch mal langweilig. Und es gibt viele andere Spiele. Ja, PlayStation ist auch fantastisch, oder? Klasse. So, schön in den Schlamm legen. Aber es ist ja schön, dass ihr euch so friedlich offenbar, schätze ich jetzt mal, abgesprochen habt, wer jetzt spielen darf. Genau, PS4 for life. Ich muss auch sagen, dass ich wegen der PlayStation 5 eher traurig bin, dass es die gibt, weil das bedeutet, dass ich dann weniger mit der PlayStation 4 spielen werde. Oder dass überhaupt weniger Leute mit auf der PlayStation spielen werden. Auf der PlayStation 4 natürlich. So, ich lasse mal mein Team die Arbeit erledigen, mehr oder weniger. Tote? Oh, dann war hier der Predator schon unterwegs. Schätze ich. Was ist denn hier angezeigt? Oh, Schatz. Sehr schön. So, worauf schießt ihr gerade rum? Offenbar auf Soldaten. Meine Güte, sind die Leute hier... Da merkt man echt, die Leute von den Teams, die haben das schon wesentlich häufiger gespielt als ich. Die sind so organisiert, die sind finden sofort die Dinge, die gefunden werden müssen. Abfackeln kriege ich hin, ja. So, da ist der Nächste. Schön erledigt. Wo ist er denn? Also diese kleine Map da unten, muss ich dir sagen, ist wirklich nur halbwegs hilfreich. Abwurfköpsel erreichen, meinetwegen. Achso, nee, es ist so optionale Ziel. Wo
Wo sind die nächsten? Oh, das merke ich mir. Wenn du auf den Schatz guckst und dann beim D-Pad oben drückst, bekommst du auch Experience Points. Ah. Gut zu wissen. Wo ist das Feuer? Da kommt noch ein Soldat. Anhand der Daten befinden sich wohl einige Chemikalienlieferungen in der Nähe. Sie hatten einiges vor. Wir sollten die ebenfalls anführen. Ma, der ist gerade überlebt. Ach so, das sind die ganz irren Typen mit der irren Rüstung. Schön in den Kopf. Kann man aber nur dreimal machen, sonst wäre das ja ein bisschen OP mit dem XP-Farming. Okay. Spannend. Okay, ich renne mal zum Wasser, damit der zumindest gesehen wird, wenn er mich killt. Aber ich schätze, er ist in die Bäume abgehauen. Aber ich sollte auch mein Team nicht alleine lassen. Kommt schon, Leute, Leute, los! Okay. Puh. Ups, da bin ich wohl zu lange gerannt. Die Gude ist richtig fertig. Oh, Tote. Kisten verbrennen. Oh. Ups. Und das war's. Ich mache hier nur kurz mal bei mir den Chat größer, wenn das geht. Pop-out. Pop-out. Anzeigen. So, jetzt dürfte ich auch schneller sehen, wenn du was reibst. Ich habe euch etwas Hilfe beschafft. Begebt euch zu dem Ort auf der Karte. Willkommen im Stream Nummer 3. Bist du auch übers Match hierher gekommen? Oder hast du gesehen, dass jemand Predator streamt und hast gedacht, schaust du mal vorbei? Oh, das sieht schlecht aus. Das heißt, wir haben alle verloren. Aber wenn man sich die Rüstung von denen anguckt, ist er auch wieder übelst hochlevelig. Und ich gebe auch ein bisschen zu, dass ich das Spiel noch nicht hundertprozentig verstanden habe. Freigeschalten? Was heißt denn freigeschalten? Ja, der war richtig gut, der Predator. Da gebe ich dir recht. Aber ich fand, der war nicht so gut wie der Predator in unserem Match. Der war echt krass. Der hat mich in einem Hit von hinten abgeschlachtet. Der andere jetzt, der war nicht ganz so schnell. Da war ich einfach nur unvorsichtig, schätze ich. Aber ich weiß es nicht. Das Gute ist, wir sind ja hoffentlich gleich wieder schnell im Spiel drin. Ah, du warst der Predator vorhin. Na dann. Muss ich sagen, Respekt. Ich fand, du hast das richtig gut gemacht. Der Alpha, ja.
Das ist mir auch sofort aufgefallen, dein Alpha-Kostüm, weil ich mal durch die ganzen Kostüme durchgescrollt bin und gesehen habe, dass man den Alpha haben kann, aber glaube ich erst, wenn man sehr viel freigeschalten hat. Aber dann kannst du mir ja und uns allen erklären, ob es eine Stealth-Attacke gibt gegenüber den anderen Spielern. Also wenn ich hinter jemanden stehe, ob ich dann eine Stealth-Attacke drücken kann oder einfach nur eine normale. Naja, immerhin sind wir schon in der Lobby. Diesmal geht's schneller. Habe den 2 Minuten zuvor freigeschaltet. Tja, und hat sich gleich gelohnt. Bist du gleich in dem Stream aufgetaucht. Könntest du gleich dein Kostüm präsentieren vor dem großen Internetpublikum. Aber wir sind noch ein kleiner und feiner Stream. Deswegen ist hier auch noch alles sehr gemütlich. Das bedeutet, ich kann auch jeden persönlich immer begrüßen. Und entspannt mit euch chatten natürlich. Ja, Stealth-Attacke geht, wenn man jemanden, glaubt, dreimal genockt hat. Okay. Ich werde den auf jeden Fall mal nachgehen. Aber mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich eine gemacht habe. Ja, aber es fühlte sich so an, weil du ja hinter mir aufgetaucht bist und dann hatte ich fast schon die Hälfte meines Lebens oder so verloren. Also mit ein oder zwei Hit. Also es war richtig krass schnell. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht gibt's das. Ich weiß, dass gegenüber NPC gibt es das. Aber ob das gegenüber anderen Spielern funktioniert, das weiß ich eben nicht. Ich habe auch noch nie zuvor eine gemacht. Naja, ich find's raus und im nächsten Stream kann ich es ja dann mal präsentieren, ob es das gibt oder nicht. Aber vielleicht gibt es das. Normalerweise ist eine Stealth-Attacke One-Hit. Ja, stimmt. Aber ich glaube, das wäre in dem Spiel ein bisschen unfair. Da erscheint dann ein weißer Schädel. Ja. Stargazer versorgt örtliche Rebellen Klingt mit Waffen. sinnvoll. Wir wissen nicht, warum sie die Regierung stürzen wollen, aber Stargazers Einmischung in Regierungsangelegenheiten ist Grund für Sorge. Eure Befehle lauten wie folgt: Ergründet den Umfang der Lieferung, dann jagt sie hoch. Na, dann können wir ja mal gespannt sein, wie sich der Predator in dieser Runde anstellt. Aber ich schätze mal, dass alle Predator in dem Spiel ziemlich gut sind. Einfach weil sie schon recht viel Zeit hatten, das zu üben. Ich meine, wie viele Stunden werde ich dieses Spiel bisher gespielt haben? Allerhöchstens 4 oder 5. Die meiste Zeit halt als Feuerteam, weil es wie gesagt ewig dauert, bis man dann mal den Predator spielen kann. Weil natürlich die meisten den Predator spielen wollen. Ist ja auch völlig nachvollziehbar. Und schön eingecremt. Wunderbar. Dann laufe ich mal den Leutchen hier hinterher. Der hat sich sogar noch Predator genannt, also wahrscheinlich
auch ein ganz großes Tier. Es hat bei mir sehr lange gedauert, gut mit dem Predator zu sein. Kann ich mir vorstellen, weil ich habe das letzte Mal, wie ich den Predator gespielt habe, hatte ich das Gefühl, dass das Feuerteam extrem stark ist und ich bin zweimal verreckt. Das ist natürlich cool, dass du viel mit Freunden spielst. Ich versuche das auch, aber momentan kriegen wir unsere Runden nicht ganz so gut zusammen, weil einer unserer Freunde ein bisschen Probleme mit dem Internet in letzter Zeit gehabt hat. So, der zerstört das. Deswegen, aber wir haben neulich mal etliche Level Fall Guys. Oh! Jetzt habe ich auch mal was beigetragen zur Mission. Ziemlich viele Fall Guys Runden gespielt, das war auch lustig. Nichts? Irgendwas entgeht uns hier. Seht nach, ob ihr einen Hinweis auf den Verbleib der Waffen finden könnt. Okay, gucken wir. Schauen wir mal nach. Im Suchgebiet. Okay. Hier ist nichts. Infos darüber finden, wo die Waffen sind, ja. Ich versuch's. Du musst beim Predator schauen, mit welcher Waffe du gut bist. Du hast ja gesehen, wie schlecht ich mit dem Bogen war. Es gibt einen Bogen? Voll cool, da ist er! Glaubt mir, ihr solltet zusammen und in Bewegung bleiben. Oh! Oh! Hier ist er! Ah! Tja. Jetzt bin ich gespannt, ob die anderen ihn wenigstens erwischen. Das wäre nämlich ziemlich cool. Sieht aus wie normale Ware. Sieht aus, als wäre alles. Ja, mit dem Bogen habe ich die ganze Zeit nicht getroffen. Also ah. Nee, so weit bin ich noch nicht. Ich habe gerade mal das Netz freigeschalten. Und was habe ich noch? Diese Akustikfalle. Aber ich sehe schon, ich hatte gerade einen Pfeil im Bein, wie du schon gesagt hast. Da wurde ich wohl vom Dings getroffen. Ah, cool. Der kann jetzt nachverfolgen, wo der Predator ist. Mir ist es klar, dass man das Blut verfolgen kann, aber ich habe es bisher noch nicht so gut gesehen wie jetzt gerade. Da ist er. Ich weiß auch gar nicht, ob es Sinn macht, mit dem Messer zu kämpfen. Wow. Habt ihr wen verloren? Reißt euch zusammen, Voodoo! Da! Ich glaube, das war's schon. Nee, noch nicht ganz. Das war's noch nicht ganz. Bin gespannt, ob der jetzt unser Team wieder zurückholt. Getarnte Feinde im Anmarsch. Da sitze ich lieber auf die Alpha-Sickel und mit der Akustikfalle habe ich dich reingelegt gehabt. Ja, ich hatte überlegt, ob das eine Akustikfalle ist, aber selbst wenn ich weiß, dass es eine Falle ist, weiß ich trotzdem nicht, wo du bist. Insofern ist es natürlich gut, um die Leute einzuschüchtern. Macht denen natürlich dann Angst. Und nervös, und sie machen mehr Fehler. Wie es bei mir geschehen ist. Insofern war ich ein gutes Anschauungsobjekt. Ah, ich bin gespannt, ob er es schafft, uns noch zurückzuholen. Oder ob er überhaupt Interesse hat, uns zurückzuholen. Gibt ja genug Leute, die einfach die das einfach alleine durchziehen. Boah, da war der Predator.
Oder eine der Sniper. Es gibt ja auch Sniper in dem Spiel. Oh, das ist aber definitiv der Predator. Ach, und der Netzwerfer kann sehr stark sein, wenn du ihn mit der jeweiligen Fähigkeit einsetzt. Ja, bei den Fähigkeiten muss ich mal schauen, ob ich nicht doch mal das alles ein bisschen umbaue. Hat er es nicht gesehen? Oder interessiert er sich jetzt für den Predator einfach nicht? Ich hasse es hier, sagt er. Herrlich. Aber Selfgod Latin oder Selfgod Latin, wir drücken dir die Daumen, dass du es schaffst. Für das Team! Ja, es gibt ja diese passiven Fähigkeiten wie Fallensteller oder so. Ja, das muss ich alles mal durchgehen. Ich bin noch nicht so wirklich bereit, die eine Fähigkeit. Oh! Ich verblute hier! Wahnsinn, was war das für eine Attacke? Irre. Und das war's. Oh. Das ist natürlich nicht so fein. Hört ihr mich? Voodoo! Fantastisch. Er hat den Kombi-Stick geworfen. Ah, okay. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. So, und diesmal schaue ich mal, wie häufig ich den Predator getroffen habe. Okay, 130, das ist nicht viel im Vergleich zu den anderen. Und er hat sogar gewartet, bis der Typ sich befreit, damit er ihn sieht. Wahnsinn. Ja, der Typ schien es drauf zu haben. Oder die Typin, kann ja eine Dame auch gewesen sein. Nächstes Spiel. Keine Vorliebe. Währenddessen gucken wir mal in dem Waffenkoffer nach, was wir da haben. Und es ist nichts Spannendes. Grüne Splitter, Digital und Anthrazit. Aber reingucken muss man ja trotzdem mal. Ein Moment. Nur noch was Wichtiges, was ich kurz anschauen muss. Wunderbar. Da bin ich mal gespannt. Aber spielt's ja auch hin und wieder mal Vollgeist? Ich schätze mal, das sagt dir was, nachdem gefühlt jeder Vollgeist spielt. Was, das ist dir echt passiert, dass in dem Waffenkoffer nichts drin war, weil du in die Lobby gerutscht bist? Das ist ja gemein. Ich weiß von anderen Spielen wie Apex Legends, dass da eigentlich nichts passiert. Findet die Treibstofflager und jagt sie hoch. Das sollte den feindlichen Operationen für die vorhersehbare Zukunft einen Riegel vorschieben. Das denke ich auch, wenn ich irgendwelches Benzin in die Luft jage, dass das dem Team Schwierigkeiten bereitet. Ja, ich spiele auch Vollgeist und habe nie die Krone bekommen.
Da sind wir schon mal zwei. Ich habe die Krone auch noch nicht bekommen. Und die meisten meiner Freunde haben auch noch keine Krone gekriegt. Es ist nach allem echt schwierig. Macht alleine aber nicht so viel Spaß. Stimmt. Alleine macht es nicht so viel Spaß wie im Team. Im Team ist es natürlich wesentlich lustiger, weil man sich gegenseitig anfeuern kann. Und man sich freut, wenn die anderen es schaffen oder wenn man es selber schafft und man wird eingefeuert. So, wenn ich im Wasser laufe, müsste ja eigentlich mein Schlamm runtergehen. So von der Logik her. Warum Scheiße? Der glaubt jetzt bestimmt, dass ich ein Troll bin und auf den schießen wollte, aber er hat sich einfach in meinem Feuer gestellt. Bad Twin Z. So, so. So, noch 100 Meter. Ja, ich habe noch Schlamm. Gut. Das war's. Boom! Ach komm, der war direkt an der Tonne dran. So ein Quatsch. Oh, voll den Kopf explodiert. Boom! So. Weiter geht's. Mission, Mission. Mal hier. Oh, schön. Bingo, Volltreffer. Okay, Team, such nach etwas, mit dem wir die Tanks in die Luft jagen können. Wir brauchen was mit Power, um die Außenwand zu durchbrechen. Okay, dann suchen wir nach Explosionsmaterial. Hast du die passive Fähigkeit ausgerüstet, dass du mehr XP bekommst, oder hast du die noch nicht? Die ist echt praktisch. Ich glaube, ich habe die und habe mich dagegen entschieden, weil ich lieber die bessere Rüstung habe. Aber ich werde mir definitiv mal Gedanken drüber machen. Weil mit den Fähigkeiten, die ich momentan habe, komme ich ja auch nicht so weit, offenbar. Hinterher, hinterher, schnell! Ich geh gerade drauf, verdammt! Ich dachte hier ab. Was meinst du? War ja nicht das erste Mal. So, wurde er geholfen? Ihm wurde geholfen, ja. Dann noch schnell. Nicht vergessen, Schätze zu markieren. Bringt auch XP, stimmt. Der Sprengstoff ist perfekt. Ladung anbringen und Timer einstellen. Dann gucken wir mal. Die Wachen werden wohl vermisst. Voodoo, feindliche Soldaten sind unterwegs. Geht auch bei Medikits. Okay, gut zu wissen. Worauf schießen die gerade? Wahrscheinlich auf die Wache. Na? Da ist so einer. Der Winkel ist nur gerade recht ungünstig. Da ist der Typ. Typ? So, wie markiert man jetzt oben drauf? Ich sammle jetzt einfach erstmal ein. So. Na, wo sind sie denn? Da. Wer lebt noch? Okay, irgendjemand wurde jetzt erledigt. Geht auch. Die Pfeiltasten. Ah, okay.
Predator außer Gefecht gesetzt. Schießt dem Ding die Maske aus, ab. Wo ist er? Oh! Hat jemand verloren? Ist da noch jemand? Hallo, Feuerteam! Ich dachte, ich hätte ihm die Maske vom Gesicht geschossen. Obere Pfeiltaste, ja. Weiß ich Bescheid jetzt. Jetzt bin ich gespannt, ob wir noch leben. Oh, nee. Offenbar hat es uns alle gekillt. Schaden. 1799. Wahnsinn. Zurück zum Hauptmenü. So. Nicht wundern, ich mache jetzt kurz eine Pause für ein, zwei Minuten, dann bin ich auch gleich wieder da. Moment, ich lese noch, was du geschrieben hast. Wenn du den Predator gedownt hast, hast du ganz wenig Zeit, die Bombe zu entschärfen, bis sie hochgeht. Ach so, werden sie entschärfen müssen. Okay. Weiß ich Bescheid. Wie gesagt, ein, zwei Minuten Pause, dann bin ich gleich wieder da. Bloß nicht weggehen. Und schon bin ich wieder da. Das ist aber sehr, sehr, sehr schwer. Moment, was ist geschehen mit dem Predator? Ah, okay, gut. Ja, kann ich mir vorstellen, wenn es zu einfach wäre, dann würde es ja auch keinen Spaß mehr machen für den Predator. Ich habe auch gesehen, wir haben einen dritten in der Runde. Auch dir ein herzliches Willkommen beim Rank Sims Gaming Stream. Schön, dass du da bist. So, was haben wir da? Ich habe es jetzt alles eingestellt. Das heißt, wir warten jetzt einfach noch darauf, dass die nächste Lobby gleich aufploppt und das nächste Spiel weitergeht. Ich bin echt gespannt, dass wenn ich schreibe, keine Präferenz oder keine Vorliebe, ob wir dann tatsächlich irgendwann mal als Predator ausgewählt werden oder nicht. Man hat Zeitdruck und muss die richtigen Schriftzeichen eingeben. Ah! Ach, das ist dann so eine Art Minispiel, das
Das klingt super cool. Das muss ich, falls wir es mal schaffen, noch mal einen auf den Boden zu kriegen, muss ich das unbedingt ausprobieren. Ich habe nichts zu verlieren. Außer vielleicht das Match, aber ist ja nicht so schlimm. Es ist schlussendlich nur ein Spiel und nur durchs mehrmalige Spielen und Dinge ausprobieren und Dinge riskieren wird man besser. Schön den Bereitknopf drücken, sonst werden die anderen wahnsinnig. Mit wem spiele ich denn jetzt? Wikinger 1983, auch cool. Planowski ist zu weit weg. M. Plankowski. Und der Rest wartet noch. Probier es aus, aber wie gesagt, unheimlich schwer, sagst du. Ja. Wie gesagt. Ah, vielen Dank fürs für den Follow Execute Order 66 und für den Predator Killer 01839. Das sehe ich jetzt. Vielen, vielen Dank, Leute. Freut mich riesig. Was ist denn los? Streamst du etwa? Hi, ja, ich streame. Ja, dann mal gucken, ob du mich tötest, ne? Ich glaube nicht. Sag mal deinen Streamnamen. Ich guck nicht, oder du kannst ihn mir auch nach dem Stream sagen. Nicht, ja, du kannst gerne gucken, Ranksiums. Ich bin der mit dem roten Kopf. Das ist einfach nur auf Twitch, Ranksium. Du kannst auch gerne gucken. Es wird wahrscheinlich nicht viel ändern, weil du musst dich ja sonst auf zwei Bildschirme konzentrieren. Ist ja für dich dann schwieriger. Ja, das finde ich nur irgendwie nicht. Genauso wie dein PlayStation-Name? Genau wie der PlayStation-Name, ja. Denn die anderen haben mich darüber gefunden. Sollten sie auch, da mein Kanal Rank Sims Gaming heißt. Ja, ich hab ihn. Ich follow dir einfach mal, ich guck später. Viel Glück. Vielen Dank, dir auch. Der Laser ist an ein seltenes Stück Technologie geraten, das ihrer Forschung enorm weiterhelfen wird. Wir haben nur wenig Zeit, um ihnen diese Technologie zu stehlen. Wir verfügen nur über wenige Informationen. Das Ganze wird also improvisiert. Oh, wenige Informationen. Das reicht. Wollte auch erst mit dir reden, aber rede nicht gerne, wenn mein Bruder in der Nähe ist. Kann ich mir vorstellen, geht mir auch so. Wenn jemand anderes noch im Raum ist, ist irgendwie komisch. Ist irgendwie was anderes. So, da bin ich mit meinem coolen Bandana, mit meiner Sonnenbrille, Skibrille sogar. Euer Team unterwegs. Viel Glück. Vielen Dank, können wir gebrauchen. Auch an den Dritten in der Runde ein herzliches Hallo. So, wie immer erstmal schön eincremen. Vielleicht können wir das. Ich finde, dieser Schlamm sieht immer absolut wunderschön aus. Ich kann mir vorstellen, dass sich's eigentlich voll cool anfühlt. Zumindest wenn er schön schleimig und flüssig ist. Sieht aus, als ja, jetzt folgen mir schon zwei Predator auf Twitch. Und trennt euch nicht. Oh, aus welcher Richtung kommt der Schuss? Da, ich habe ihn gesehen. Na? Hören kann ich ihn, aber sehen kann ich ihn noch nicht. Schätze hier oben drauf, aber wenn jetzt die Kameraführung ein bisschen ruckelig wird, dann liegt es daran, dass ich versuche, den Predator zu finden. Ist eigentlich einer von uns dabei draufgegangen? Nein, ne? Interessant aus. So, jetzt mache ich das, was du mir gezeigt hast. Get the thing off me.
Nochmal. Ah, von hier hinten schießt er irgendwo die Pfeile. Naruto Flame 45 wurde. Hier ist er! So, dann ist er hier um die Ecke gelaufen, wird wahrscheinlich hier gleich kommen. So. Ah, eine Bärenfalle. Ups! Das hat er doch ziemlich gut gemacht. Ich habe das Gefühl, er hat viel mehr Geduld als die anderen Predator und macht uns in Ruhe fertig. Und dadurch exakter und genauer. Aber da hinten ist er gelaufen. Da ist er. Check diese Koordinaten. Nee, wenn, dann ist er ja da hinten. So, Hilfe. Aber wurde schon geholfen. Sehr gut, hier liegt überall Blut rum. Jetzt ist die Frage, wenn mir natürlich alle folgen würden, könnten wir, oder wir warten einfach, dass er zurückkommt und machen die Mission weiter. Holzlager, Aussichtspunkt erreichen. So, nochmal. Oh oh. Da ist er. Magazinwechsel. Okay, das dürfte ihn jetzt für kurze Zeit abgelenkt haben. Da ist er. Na, ganz so schlecht stelle ich mich diesmal nicht an. Vielleicht hat er auch Mitleid mit mir. Ich weiß es nicht. So, wurden wieder geheilt. Apropos Heilung, sollte ich auch mal machen. Help me. Ja, mach ich. Ich helfe dir. Aid. Da ist er. Scheiße, tut das weh. Da ist er. Truck. Stop. Ich sollte mich hier natürlich nicht zu weit entfernen. Aber ich schieße da mal drauf. So, Naruto Flame geht's wieder gut. Oh, wir haben etliche Leute. Nee, der nur einer, der nicht mehr so viel Leben hat. So, Primärziel. Primärziel. Ja, das mit dem Markieren habe ich auch gesehen, Execute. Das hat nur mit dem Schatz nicht funktioniert. Wenn ich jetzt hier guck, so markiert der das schon, aber nicht bei den Schätzen und bei den anderen Sachen. Außer Gefecht gesetzt. Aber wo? Da. Kann ich irgendwas tun für ihn? Nein. Ja, sehr guter Schuss, muss ich zugeben. Oh! Komm schon, ich geh grad drauf, verdammt! Oh, Mimimi, ich geh grad drauf. Werden sie mich retten oder beschließen sie, dass ich es nicht wert bin? Sie beschließen, dass es Sinn macht, mir zu helfen. Ja. Zack, zack, zack.
Zack. Dann liegt das vielleicht an der Fähigkeit. Ich muss jetzt leider essen, aber komme vielleicht wieder online, wenn du dann noch streamst. Guten Appetit, lasst es euch schmecken. Wir haben heute schon so Abend gegessen. Vielen Dank, dass du da warst, Execute. Vielen Dank fürs... Oh, von hinten. Typical. Typical. Glaub nicht, dass ich da vor sehe. Flashbang. Ah. Bin am Boden und blute stark. So. Ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben. Hilfe wartet auf euch, Feuerteam. Ich markiere den Zugang. Vielen Dank, dass du mir so viel Glück wünschst. Ich werde es brauchen. Ich werde es brauchen. Hilfe, irgendjemand! Und schon, Leute. Oder soll ich irgendwo hinkrabbeln, dass ihr euch traut, mich zu retten? Leute? Leute! Im Kampf gefallen. Aber irre. Jetzt kann ich nur noch warten, dass sie die Verstärkung holen. Oh yes, super gemacht. Euer Teammitglied gefallen. Setzt die Mission fort. Wahnsinn, was macht der da? Ah, Rauch. Das ist natürlich auch sehr hilfreich. Das macht übelst viel Sinn. Ich glaube, die Fähigkeit habe ich noch gar nicht. Yeah, und ich bin wieder zurück. Kurz orientieren. Wie schnell bitte hat er das schon wieder geschafft? Ich schätze da lang, ja. Jetzt ist er hier oben. Schaut mal. Aber was bringt's uns, wenn wir den Predator töten, wenn wir die Mission nicht abschließen? Ich meine, es bringt uns auch nicht, die Mission abzuschließen, wenn der Predator uns tötet. Insofern. Jacke wie Hose. Oh, ich kann mich sogar noch mal heilen. Okay, das klingt nicht gut. Alter. Ach, ich hätte warten sollen. Ich hätte warten sollen. Oder komme ich hier hoch eigentlich? Wahrscheinlich nicht bis ganz oben. Aber ein bisschen würde ja schon reichen. Hören kann ich was, aber das will nichts heißen. Und runter, runter. Immer der Naruto Flame geht immer sofort down. Stark. Ich kann noch nicht mal irgendwie anzeigen, wo jemand ist. Thanks, Soldier. Ah, meinst du? War ja nicht das erste Mal. So, heilst du mich gerade oder nicht? Brauche Hilfe! Ah, Mist. Pfeil, Leute, falls ihr mich hört. Hilfe, irgendjemand! Ja, rein oben her. Okay, wir sind in der selten dämlichen Position gerade. Gefälligst auf, ich blute. Jeder Tag. Er schafft's noch, dass wir Probleme mit der Zeit kriegen. Also hat er jetzt schon geschafft.
Da oben ist er. Das ist natürlich fantastisch für ihn, weil er da oben. Help an old man up. Come on. Okay, ja, dann ja, mal. Ja. Da oben ist er. Da lang. Der Tote hier. Da ist er. Ist er jetzt? Hier ist er. Na. Also springen kann er das. Das muss man ihm lassen. Nehmen Schlammbad. Zack. Unschön eingecremt. Naruto Flame muss sich bestimmt übelst ärgern. Jedes Mal erwischt's ihn. Ach, ich kann so tatsächlich zur Seite rutschen? Nee, kann ich nicht. Geil, die Zeit wird auslaufen. Das hatte ich auch noch nicht. Ich hoffe, es gibt eine Trophy dafür. Ich hoffe, es gibt eine Trophy dafür. Nicht mehr viel Zeit, Voodoo. Mach schneller! So, hinter die Box. Internet abgeschmiert. Bin rausgeflogen von Predator. Oh, das ist natürlich echt ärgerlich. War es auf jeden Fall fantastischer Gegner. So, wie machen wir das jetzt hier? Wie funktioniert das? Dann können wir es töten. Ja, wir haben es erledigt. Aber... aber natürlich nur, weil du leider aus dem Internet rausgefallen bist. Das tut mir echt leid, Mann. Das ist super ärgerlich, weil du hättest uns... es hat nicht mehr viel gefehlt und du hättest uns erledigt. So. Jetzt steht hier natürlich nicht mehr, wie viel Zeit wir brauchen, um... das hier zu überstehen. So. Den noch schön heilen. Danke. Klappe, wir haben keine Zeit zum Bluten. Wir haben bestätigt Feindkontakt im Gebiet. Ja, müsste F... ne, wie heißt es? Ah, MyStats FTW. Ja, das ist mir klar, dass du der Predator warst. Deswegen... tut's mir auch echt leid, dass du rausgeflogen bist aus dem Match. Weil du hättest wirklich gewonnen. Aber sowas von. Du hättest definitiv gewonnen, MyStats. Definitiv. Weil uns die Zeit weggegangen wäre. Aber es würde erklären, warum ich mal in einem anderen Match mit Freunden, warum der Predator plötzlich stehen geblieben ist und gestorben ist. Weil er wahrscheinlich auch Connectivity-Probleme hatte. Was haben wir hier? Schwein in der Das war ein bisschen zu schnell. Waffenkoffer mal 3. Irgendeine Waffe. Speer, Schwein in der Scheiße. Unerweitertes Magazin. Aber du hast uns ein richtig gutes Match geliefert. Sehr schön zum Anschauen. Wunderbar. Ich glaube, ich habe sogar noch Zeit für eine Runde. Muss mal gucken. Gleich direkt. Keine Vorliebe. Dann schauen wir uns doch mal die Waffenkoffer währenddessen an. Währenddessen er das lädt. Und vielen Dank für den Follow nochmal. Das weiß ich sehr zu schätzen.
werde auch definitiv Predator Hunting Grounds nochmal häufiger streamen. Die letzte Mal hatte ich Fall Guys gestreamt. Das war auch sehr lustig. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Allerdings streamen das halt 100 oder Tausende von Streamern gleichzeitig. Insofern braucht es meinen Stream da nicht. Aber ich habe gesehen, dass Predator Hunting Grounds absolut mehr deutsche Streamer braucht. Zumindest heute habe ich kaum welche gesehen auf Predator Hunting Ground. Deswegen habe ich gedacht, das ist eine gute Idee, mich selbst drum zu kümmern. Ich habe gesagt, bereit. Jetzt passt's. Und deswegen streame ich jetzt Predator Hunting Grounds. Wir sind nicht sicher, warum, aber sie hoffen wohl so nicht aufzufallen, bis sie einen Käufer gefunden haben. Wir wissen auch nicht, wer die Waffen gefertigt hat. Und gegen wen kämpfen wir jetzt? Maximilian Minimum. Auch ein cooler Name. Auf jeden Fall hat super Spaß heute gemacht, das zu streamen. Richtig cool. So macht man das gerne. Mal sehen, ob wir diesmal das Match abschließen, ohne dass der Predator Pech gehabt hat und aus eigener Kraft. Mal gucken. Fände ich cool. Muss hier ein paar Einstellungen gerade verändern. Ja. Voodoo 1, Zeus hier. Begebt euch zum Lager an den folgenden Koordinaten. Wunderbar. Wir werden die Waffenlieferung von dort aus verfolgen. Also, wie immer, schön eincremen. Schön verrutschen hier. Hier rüber. Nee, nach oben. So. Jetzt macht das alles Sinn. Okay, sie sind... Oh, damn it. Habe ich ihn gerade gesehen? Ist das jetzt schon mein Ende? Na gut, versuchen wir irgendwie Land zu machen. Also Leute, die mit mir spielen, für euch die Info, der Predator könnte näher sein, als man so denkt. Da habe ich ihn gesehen. Er ist an meiner Location. Oh, was ist denn das? Oh, da muss ich leider rangehen, Leute. Bis gleich. Ich kann selbst aufstehen. Jedenfalls nicht heute. Ich hasse den Dschungel. Danke. Ich lass dich hier nicht hängen. So, schon zurück. So, wo ist er? Wo ist das Kerlchen? Ich kann es gerade nicht ausmachen. Immerhin habe ich ihn gerettet. Na? Bin ich der Einzige noch, oder? So. Jetzt die Frage, ob der Predator uns killt oder... Bin noch am Stream, aber danach bin ich durchaus bereit. Wir machen noch das Match schön zu Ende und dann... Aber viele leben von uns auch nicht mehr. Hm? Wie,
Ja, ich spiele alleine. Findet ein Terminal, um auf die Lieferdatenbank zuzugreifen. So, schön heilen. Durchsucht die Datenbank. Unsere Infos werden als Ersatzluftverfeuchter geführt. Ja. Ladet das Ladungsverzeichnis hoch. Dann werden wir rausfinden, wo sie die Waffen verstecken. Ich höre nur immer, wie irgendwelche Leute aufgespießt werden. Wie kann jemand totes wegrennen? Hab Verstärkung genehmigt bekommen. Ist auf eurer Karte markiert. Feind gesichtet. Dann können wir immerhin die NPCs mal ausschalten. Da ist er. Ups. Das war der NPC, der mich erwischt hat und nicht der Predator. Oh, da hinten springt er rum. Hat wohl genug gekriegt. Moment, wenn ich der Einzige noch bin, der da ist. Warum ist das Match dann nicht zu Ende? Eine Kiste befindet sich in der Nähe. Sieht gepanzert aus. Mit normaler Munition kommt ihr da nicht weit. Bringt einen Pfeilsender. Die Anzeige macht gerade keinen Sinn. Ah, war ich tatsächlich der Letzte. Oh mein Gott. What's happening? Oh nein. Und tot. Aber es macht nichts. Wir hatten super Spiele. Super nette Unterhaltungen. Und wie ich schon sagte, ich werde auf jeden Fall nochmal Predator The Hunting Grounds nochmal spielen, weil es von den deutschen Streamern offenbar nicht so viele machen. Und vor allem, weil es mir absolut viel Spaß macht. Und ich finde, dieses Spiel sollte... Wow, jetzt hat man gerade mal gesehen, wie schlecht die Verbindung war, weil alles so richtig matt war, bevor sich die Texturen hochgeladen haben. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank für die vielen neuen Follows. Und ich sehe euch einfach das nächste Mal. Tschüss.